Eine Woche haben wir nun schon durchgehalten mit Kontaktsperre. Und wir haben es gut gemacht. Fast alle Menschen in Deutschland haben sich an die Regeln gehalten. Wir sind viel zu Hause geblieben. Wir haben Abstand gehalten bei Begegnungen auf der Straße oder an der Kasse im Supermarkt. Und mit der Familie oder Freunden haben wir telefoniert oder haben andere Möglichkeiten genutzt, uns Nachrichten zu schicken. Auch die Hoffnungsbotschaften hier aus der Martinskirche sind so eine Kontaktmöglichkeit auf Abstand, per Video eben. Inzwischen haben auch alle verstanden, warum das so sein muss. Dass wir damit uns alle schützen und insbesondere die, die mehr gefährdet sind als andere. Und doch fällt es nicht leicht. Besonders in den ersten Tagen hat mir das zu schaffen gemacht. Dieses Gefühl, nicht einfach mal jemanden besuchen zu können, sich nicht verabreden zu können, zu einem Konzertbesuch oder zum Kino. Und wenn ich daran denke, dass meine Kinder zu Ostern nicht kommen können, dann macht mich das traurig. Gerade das habe ich auch von vielen anderen Menschen gehört. Nun wohnen meine Enkel schon so weit weg und wir sehen uns nur selten, erzählt mir eine Frau aus unserer Straße. Und jetzt können sie noch nicht mal zu Ostern kommen. Und die Mutter im Altersheim darf man jetzt auch nicht mehr besuchen. Und dabei weiß man doch, wie sehr sie sich über jeden Besuch freut. Abstand halten an der Kasse im Supermarkt, das ist kein Problem. Aber Abstand halten zu denen, die wir lieb haben und die uns viel bedeuten, das tut weh. Natürlich gibt es viele technische Möglichkeiten, miteinander zu sprechen, sich dabei auch zu sehen, sich Grüße hin und her zu schicken. Aber es ist doch etwas anderes, sich ganz direkt und lebendig gegenüberzustehen, sich in den Arm nehmen zu können, sich zu spüren. Die Wärme und die Schwingungen, die von Mensch zu Mensch entstehen, vermitteln sich eben nicht genauso über den Bildschirm. Das ist eine andere Art von Kontakt. Mich hat das zu der Frage gebracht, wie das eigentlich ist mit der Beziehung zu Gott. Das ist ja auch keine direkte, unvermittelte Beziehung von Angesicht zu Angesicht. Und doch spüre ich mein Gottvertrauen ganz lebendig in mir. Es erfüllt mich mit Hoffnung und gibt mir Halt, gerade in dieser Zeit. Das ist so, weil dieses Vertrauen sich auf Erfahrungen stützt. Erfahrungen, die ich im Lauf meines Lebens mit Gott und mit dem Glauben gemacht habe. Die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Aber die Geburt meiner Kinder zum Beispiel, das war so ein Moment, wo ich mich reich beschenkt gefühlt habe. Und es gab auch schwierige Situationen in meinem Leben, da bin ich bewahrt worden. Das prägt sich tief ein. Das werde ich niemals vergessen. Immer wieder kann ich daran zurückdenken und mich von dieser Erinnerung neu beleben lassen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So heißt es im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nicht vergessen, sich dankbar erinnern, in Gedanken Bilder und Situationen wachrufen. Das macht Beziehungen stark und kann sie lebendig halten, auch über Entfernung und Abstand hinweg. Und das gilt nicht nur für die Beziehung zu Gott, das gilt auch für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Sich erinnern an einen Spaziergang mit dem Enkelkind in der Sonne. Sich erinnern an ein gutes Gespräch mit Freunden bei einem Glas Wein, an ein lautes, herzliches Lachen oder an die Hand auf der Schulter, die Trost gibt. Das ist gefühlt so, als wären sie bei uns. Die Erinnerung hat eine große Kraft. Sie ergänzt, was bei einem Gespräch auf dem Bildschirm fehlt: die Wärme eines lebendigen Menschen.
Und die brauchen wir alle, spürbar in unserem Leben. Erinnerung ruft diese Wärme in uns wach. Und so kann sie uns helfen, diese Zeit des Abstands geduldig zu überbrücken. In den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, wie lange es auch dauern mag. Dabei segne sie Gott und er stärke ihre Geduld und ihre Hoffnung. Amen.